Hallo zusammen und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Anno 1800. Ja, wir sind mittendrin in dem Projekt Bier. Wie gesagt, wir haben schon den Blaupausenmodus schon einiges errichtet. Jetzt müssen wir im Prinzip nur noch mal warten auf genügend Arbeitskräfte. Wie gesagt, das ist heute unser oberstes Ziel. Erreichen der ca. noch 200 Arbeitskräfte. Dazu sollten wir mal noch ein paar Arbeiter hochziehen. Ich bin dabei. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal gucken, ob das Brot noch ausreicht auf der Statistik. Ja, locker, alles gut. Und auch auf jeden Fall die Würstchen. Super, super, kann man nichts sagen. Das sind 158 Arbeiter schon. Das heißt, jetzt müssten wir nur noch mal einen kleinen Augenblick warten und dann hätten wir es. Wir hätten es dann. Dann hätten wir es geschafft. Dann könnten wir endlich Bier herstellen. 163, das heißt, es geht jetzt. Ja, komm, die vier warten wir noch, die vier Arbeiter. Schauen wir nochmal die Statistik, ob sich was geändert hat. Nein, alles gut. Genauso wie hier unten das Brot. Das ist genau eine halbe Tonne, wird jetzt verlangt. 166 Arbeitskraft haben wir zurzeit da. Wunderbar. Und wir haben sie gleich. Gleich haben wir sie. 170, noch 5. Dann haben wir so viel, wie wir brauchen. Hundertvierundsiebzig, das war's, das ist es. Es geht los. Du solltest dir besser den Mund ausspülen. Ja, das stimmt. Der Dr. Hugo Mercier ist nicht so erfreut drüber, dass wir Alkohol auf jeden Fall bei uns brauen. Oh, einige abtrünnige Anarchisten sind vor Dr. Mercier geflohen und ersuchen um Asyl auf ihrer Insel. Gibt 13.000, okay, drei Rufpunkte weniger. Sie haben uns aus der Gosse geholt. Oh, da wird er auch etwas erbost sein, genau. Auf dem Spiel steht. Ja, okay. Mehl ist auf jeden Fall nimmer verfügbar, das heißt, die Mühle haben wir mal wieder aktiviert. Ja, alles gut. Hervorragend. Jetzt warten wir mal nur, dass die Mälzerei mit losgeht. Dazu. Erlösen Sie mich. Fall erledigt. Lotte bereit. So, jetzt haben wir wieder Geld eingesackt. Und ihr seht, unsere Statistik ist aber wirklich, wirklich weit runtergegangen. Ist ja unglaublich. Aha, ihr seht schon, die Piraten teilen sich auf. Die fahren schon ziemlich weit. Das ist Bente. Das ist immer noch Bente. Und wir sind hinter dem ersten Piratenschiff natürlich hinterher. Formation einnehmen. Ah, das wendet, oder? Jetzt bin ich gespannt, ob wir das schaffen. Jetzt bin ich gespannt. Okay, so wie es aussieht, fährt das Ding außen rum. Mhm. Auf jeden Fall haben wir die Verfolgung aufgenommen. Oh, das hält an. Wir greifen an. Wenn wir es schaffen. Wir sind knapp dahinter. Oh, das wird jetzt spannend. Das wird jetzt spannend. Jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, wer das Teil wieder anhält.
So, auf jeden Fall, wie gesagt, unsere Statistik hier ist natürlich runtergegangen, massiv. Ihr seht es auch, wir bräuchten auf jeden Fall jetzt mal wieder mehr Fische. Das tun wir natürlich gleich mal hochziehen, das Ding. Getreide fehlt natürlich jetzt, ist klar. Klamotten, alles gut. Fische steigt dann auch wieder bei 0. Ja, sonst alles andere ist gut. Also Weizenfelder, alles in Ordnung. Ihre Geister werden dir folgen. Ich will sterben, aber nicht heute. Enharlow bietet einen Waffenstillstand an. Flotte segelt in Formation. Für 50.000. Bezahlung 50.000, Wahnsinn. Flotte unterwegs. Wir helfen, wo wir können. So, jetzt schauen wir mal. Hat er schon das erste Bier transportiert? Nein, hat er noch nicht. Hier könnten wir aber schon mal auf jeden Fall ein bisschen Schnaps verkaufen. So, bis 100 Tonnen. Verkaufen wir auf jeden Fall mal Schnaps. Soll dich der Teufel holen. Wir können auch anders. Enharlow. Wir können ganz anders, wenn du das möchtest. Wir können auch weiter deine Boote kaputt machen, wenn du das willst. Kein Problem. Versteck die Flaschen, der Boss kommt. So. Bier wird voll produziert. 2 Stück pro Minute. Neue Befehle? Das ist unser Schiff. Das hier auf jeden Fall Bier transportiert. Von Kreta nach unserer Zanto-Stadt. Warum gibt es da ein Problem? Ach so, das Lager ist leer. Ja. Alles gut. Wir müssen erstmal ein Stück lang was produzieren und dann dürfen wir das natürlich dann auch verschiffen. Jetzt, ihr seht's. 5 Tonnen sind schon drin. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Flotte erwartet Befehle. So, ich würde mal vorschlagen, wir machen uns auf jeden Fall auf die Socken Richtung zweiten Piratenboot. Flotte segelt in Formation. Gehen wir mal auf Abfangkurs, wenn es irgendwie geht. Natürlich ist das Schiff wieder schneller. Flotte unterwegs. Laufen Koordinaten an. Okay, das segelt jetzt weiter runter. Flotte unterwegs. Wir fahren auf jeden Fall hinterher. Wir bleiben dran. Oh, Madame Kaine hat eine Quest. Eine Lieferaufgabe, okay. Für 4880. Ich würde aber gerne davor. Moment, ich würde aber gerne noch davor dieses Boot ausschalten wollen. Dieses Kanonenboot. So, unser kleiner Schoner mit dem Namen Stürnfried ist auf jeden Fall schon jetzt fast da. Sehr schön. Wir sind immer noch auf Abfangkurs. Ich bin gespannt. Es ist so aufregend. Das ist Bente. Und ihr entgegen kommt natürlich auch noch ein Kanonenboot. Bin ich mal gespannt, wie weit das Teil fährt. Beziehungsweise wann das beidreht oder umdreht. Einsatzbereit. Und geschafft. 9 Tonnen Bier. Die ersten 9 Tonnen Bier
Auf jeden Fall bei uns auf dem Schiff. Und jetzt seht ihr es, wenn der Wind günstig steht, wie das Teil abgeht. Flotte geht auf Fahrt. Okay, wir müssen auf jeden Fall hinterher. Auf jeden Fall. Dreht bei. Bin ich mal gespannt, ob man Reichweite kommt. Knapp. Ach Mist. Vielleicht haben wir Glück und der umsegelt noch in südlicher Richtung. Flotte geht auf Fahrt. Laufen Koordinaten an. Flotte geht auf Fahrt. Flotte unterwegs. Na los, Verfolgung aufnehmen. Fast in Geschützreichweite, fast in Geschützreichweite. Flotte bereit zum Feuern. So, sehr schön. Lotte unterwegs. Das wird Enaharlo nicht freuen. Aber wir konnten etwas rumerbeuten. Sehr schön, sehr, sehr schön. Aber ihr seht schon, hier können wir auf keinen Fall weiter ranfahren. Das können wir auf keinen Fall wagen. Schauen wir mal Diplomatie. Oh, im Krieg. Verträge, vielleicht Waffenstillstand. Dachtest du hättest uns im für 20.000. Okay. Fang endlich damit an, die Wahrheit zu drucken. Oder es gibt ein... Ich bin zuversichtlich, dass wir hier... Oh, wir lekturieren. Du findest, das war ein Sturm? Das war nichts. So, wir haben komplett lektoriert. Wenn wir die Worte oft genug wiederholen, werden sie wahr. Du schöpfst Mut aus deinen Überzeugungen. Ich kann all den Unsinn kaum noch ernst nehmen, der da geschrieben steht. Und jetzt könnten wir mal schauen. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal Frieden. Jetzt könnten wir Folgendes machen. Wir haben noch keine Handelsrechte mit ihr. Enaharlo möchte, dass sie sich von ihr fernhalten. Okay. Erfolg unmöglich. Friedensvertrag unmöglich. Okay. Wie gesagt, Waffenstillstand gibt's. Kein Problem. Aber wir dürfen noch nicht handeln. Okay. Dann ist es so. So, jetzt suchen wir mal das mit dem Rum. Das packen wir auf unser Großes und unser Großes ziehen wir mal ab. Weil hier hätten wir auch eine Quest von der Prinzessin. Auch eine Abholaufgabe, okay. Ach, welch Zufall. Sehr schön. Ah, bei der Madame Kaina gibt es schon kein Schiff mehr. Okay, alles gut. Koordinaten eingezeichnet. Gut, das ist auch kein Problem. Ah, jetzt seht ihr schon. Es geht schon los. Sie sind versorgt mit Bier.
Sie sind wirklich versorgt. Und ihr seht mal, was das bringt. Das bringt über 300 bei... Ja, bei 1000 Arbeiter. Wahnsinn. Also das macht schon unheimlich was aus. Und vor allem, wir haben ja, wie gesagt, auf unserer jetzigen noch Hauptinsel haben wir noch ganz, ganz wenig, ganz, ganz wenige Arbeiter drauf. Aber ihr seht schon, also wenn der Rubel rollt, beziehungsweise das Bier, so alles gut, kein Problem. Schönen Tag auch. Klamotten sind noch ausreichend vorhanden. Wunderbar. Der Laden läuft. So, genau, der Laden läuft. Und was brauchen wir noch? Als nächstes bräuchten wir hier Seife. Im Prinzip wie einen kleinen, ja, eine zweite Schweinezucht. Einfach mal kopieren. Und dann bauen wir eine kleine Schweineform daneben, würde ich vorschlagen. Beziehungsweise, entschuldigt, nein, eine Vasenmeisterei in Verbindung mit einer Siederei. Aber dazu bräuchte man mal noch ein kleines Kontingent an mehr Arbeitern. Wow, und die Bauern werden jetzt wenig, okay. Jetzt werden wir auf jeden Fall, wie wir das oben gemacht haben, auf der Hauptinsel, mal so erweitern, dass wir zumindest mal Pflasterstraßen in den hinteren Bereichen von unseren Arbeitern hinbauen, dass die besser hier die mittleren Gebäude erreichen, beziehungsweise unsere Dienstleistungsgebäude. Und jetzt müssen wir mal schauen. Ja, hier sinkt die fehlende Arbeitskraft, sinkt schon wieder sehr schön. Und die Arbeiterarbeitskräfte, perfekt, perfekt, wunderbar. Das heißt, das könnten wir auch mit genügend Ziegeln könnten wir dann ins Leben rufen. Schweinezucht, Schweinestall. Dann müssten wir auf jeden Fall zwei Vasenmeistereien bauen, damit die zwei Vasenmeistereien eine Siederei bedienen können. Brauchen wir auch wieder sehr, sehr viel Stahl. Seht ihr das? Wahnsinn. Fahren wir gleich mal runter zum Archibald. Schauen wir mal, der hat auf jeden Fall wieder Stahlträger, hat er schon wieder in petto. Das heißt, wir bedienen uns hier und nehmen auch gleich wieder ein paar Ziegelsteine mit. Bereit für neue Befehle. Boah, seht ihr das? Linienschiffe. Da. Der Hugo Mercier hat schon Segelschiffe, Linienschiffe. Wahnsinn. Dürfen wir auf keinen Fall Zeit verlieren. Wow, jetzt rollt der Rubel. 1440 plus. Wie haben wir das geschafft? Einkommen durch Einwohner. Okay. Ja. Okay. Und die Einwohner haben natürlich auch wieder Durst. Das ist klar. Also hier unten sind dann wieder... Die brauchen auf jeden Fall wieder Bier. Schauen wir mal hier unten die Statistik. Okay, die brauchen knapp eine Tonne. Wir haben 2 Tonnen, das heißt, es wird nicht mehr so viel auf unserer Hauptinsel geliefert. Alles gut, ist nicht schlimm. Können wir jederzeit hier unten erweitern. Aber ich würde trotzdem gerne jetzt erstmal die Seifenproduktion hier unten. Seifenproduktion erstmal ins Leben rufen. Und zwar machen wir das genau so. Dann packen wir hier mal noch 2, 3 Blaupausen von Lagerhäusern hin. Und eins schalten wir mal schon auf. Ah, hier fehlt Stahl. Okay. Bereit. Herrje, mein Magen krampft wieder. 3700.
Und du darfst gerne auch noch ein paar Ziegen mitnehmen. Und bitte runter auf unsere zweite. Laufen Koordinaten an. Immer mal schauen nach der Enhalo, ob wir irgendwie den Ruf noch ein bisschen steigern können. Einschmeicheln sehr wahrscheinlich beim Hugo Mercier, okay. Und die anderen haben alle über 90 Ruf bei uns, das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, das geht maximal bis 100, aber ja. So, jetzt haben wir erstmal wieder eine gute Bilanz. Der Rubel rollt, finde ich schon mal sehr, sehr schön. Hier könnte man auf jeden Fall jetzt, ja, mit der dritten Bevölkerungsstufe, lassen Sie hochleben. Da könnte man schon mal loslegen, wobei ich euch ganz ehrlich sagen würde, machen wir erstmal nett. Neue Befehle? Ich würde mir dann gerne erstmal ein bisschen Stahl schnappen, ein bisschen Holz schnappen und vielleicht noch ein paar Ziegelsteine und würde auf jeden Fall hier hinten mal noch mir die dritte Insel holen. Weil das ist noch eine ziemlich große, wie ihr auf der Karte sehen könnt. Einer der letzten großen. Und dann würde ich mir die Four Blossoms von unserer Prinzessin, die würde ich mal auch noch unter den Nagel reißen. Okay, das habe ich mir geschnappt. Bente ist hier ganz, ganz schön flott unterwegs, bin ich ehrlich. Hier vorne hat sie schon Schnaps angebaut, jede Menge. Oh, das Öl sieht auch sehr gut aus hier oben, die Vorkommen. Hier unten gibt es Weizen, Hopfen. Alles schon da, Bevölkerungsstufe 2. Und wenn sie dann weiter so macht, dauert das nicht lange. Und sie hat dann schon Bevölkerungsstufe 3, wobei ich denke, ja, der Dr. Hugo Mercier. Wahnsinn, der hat schon Handwerker. Also der hat schon, glaube ich, die Handwerker. Er hat schon die dritte. Auf jeden Fall hat er die dritte. Och, ein Ingenieur hat er auch schon jetzt, die ersten. Der hat schon die vierte Bevölkerungsstufe. Wahnsinn. Also ihr seht, Stufe 2. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Stufe 2 Konkurrenten, die sind ganz, ganz fix. Deshalb machen wir jetzt Folgendes. Holz und Stahl geschnappt, losgefahren und dann auf jeden Fall hier hinten diese Insel noch besiedelt. So. Ein Karneval. Es geht los. In Kreta findet der hiesige Karneval statt. Sehr schön. Hat eine Siedlung errichtet. Wo? Ach hier. Der Hugo. Mit 3 Schiffen. Respekt. Er hat genau dasselbe gedacht wie ich. Erstmal schöne Siedler errichten und dann... Neue Befehle? So, wie viel Bier haben wir noch? Ja, alles gut. 18 Tonnen. Okay, das nimmt hier zu. Städtischer Karneval hat zusätzliche Zufriedenheit. Zusatzeinkommen. Mehr Besuche. Wahnsinn, sehr schön. Oh, eine Inspektion. Ja, mit der Bäckerei, ja, das ist... Ach ja, genau, die Seife, die wollte ich nochmal gerne anschauen. Es fehlt auf jeden Fall Talg. Ja, genau, wir brauchen hier noch diese Vasenmeisterei. So, jetzt... Jetzt ist die Auslastung definitiv 100%. Flotte erwartet Befehle. Und ihr seht's schon. Ab der dritten Insel, die man besiedeln will, kostet der Spaß schon 34 Einfluss. Du bist wirklich überall zu finden. Jawohl, bin ich. Die 10, das Konto ziehen wir auf jeden Fall mal ein bisschen hoch.
Also hier können wir schon locker. Den Weg können wir auf jeden Fall ziehen, geradeaus. Das ist sehr gut. Okay, und dann könnten wir hier auch schon locker die erste Fischerei errichten, beziehungsweise könnten wir hier schon, das könnten wir schon kopieren und könnten es schon oben aufbauen. Ja, ihr seht, man kann hier ganze Stadtblöcke komplett kopieren, dann drehen. So, dann hat man das gedreht, dann richtet man das aus und dann schaut man das, ob man das dann, ob man dann vielleicht zwei solche Blöcke hier irgendwie herbekommt. So wie das aussieht, bekommt man das gerade so her. Oder so hier zum Beispiel, ihr seht es schon. Müssen wir nur den Weg hier da noch ein bisschen wegpacken. Und dann kann man das hier unten theoretisch auch oben hin verschieben. Es geht auch. Also, einmal alles schön außen rumziehen und natürlich inne zu unseren Wirtschaftsgebäuden. Und schon ist das ein schöner, kompletter Wohnblock. Ganz einfach kopiert. So, alles gut. Das könnten wir im Prinzip nochmal machen, indem wir nochmal diesen, indem man das nochmal alles kopiert. Mit allem drum und dran und dann hier oben so schön gedreht hier einfügt. Konkurrenten haben ein Handelsabkommen geschlossen. Sehr schön. Bente und unser Professor oder Doktor haben jetzt Handel. Ja, wenn man das jetzt noch verfeinern möchte, dann kann man da jederzeit noch ein bisschen Häuser hier in der Mitte bauen und so weiter und so fort. Oder kann das hier noch erweitern. Also den Möglichkeiten hier sind keine Grenzen gesetzt. So sieht es eigentlich so gar nicht schlecht aus. Man könnte jetzt das vielleicht noch hier ranrücken, damit man hier den Platz auf der linken Seite gewinnt. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich werde dann hier anfangen, hier eine kleine Siedlung auch zu errichten. Und so weiter und so fort. Damit wir hier ganz normale Arbeiter beherbergen können, beziehungsweise erstmal Bauern. So meinetwegen. Gemeinsam sind wir so viel stärker. Auf keinen Fall eine Allianz, tut mir leid. So, und ihr seht so schnell, wie man das aufbauen kann. So schnell kann man den ganzen Spaß ja wieder wegreißen, ne? Unglaublich, oder? Also so schnell geht das. Ja, wie gesagt. Dann bauen wir hier auf jeden Fall einen Marktplatz hin. Wichtig ist die Anbindung an den Hafen. Hier die ersten Arbeiter, die hier einziehen dürfen oder können. Die können wir dann gleich mit einer Kneipe errichten und so weiter und so fort. Hier oben kommt dann, ja, hier oben könnte man dann zum Beispiel hier einen Holzfäller hinbauen und hier oben dann. Das könnte man dann in der Mitte mit einem Lagerhaus machen. So, hier. So, ich denke, das wird vom Platz mehr als ausreichend sein. Natürlich fehlt jetzt hier ein Lagerhaus, das haben wir aber gleich. Doch ihr seht, und jetzt schränkt sich das ein, aber nur jetzt, weil hier dieses Sägewerk hier drin steht, ist aber auch nicht schlimm. Hier hat er immer noch 100%. Perfekte Auslastung. So, dann bauen wir hier schon unsere ersten Bretter. Die kriegen dann auf jeden Fall schon mal Fisch.
Flaggschiff steht zu und unser Flaggschiff darf wieder zur Hauptinsel zurückfahren. So, Bente hat mal wieder eine Quest. Was dürfen wir jetzt machen? Man kann an allem Spaß finden. Eine Abholaufgabe, okay? Ja, oh wow, okay. Holen Sie Treibgut. Admiral auf der Brücke. Koordinaten eingezeichnet. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob der auch meinem Weg folgen wird. Ja, wird er machen. Ja, ich habe das wieder mit Wegpunkten markiert. Wie gesagt, auf Shift und dann natürlich die rechte Maustaste gleichzeitig drücken. Da hat man dann am Anfang so kleine Pfeile. Allerdings in Wrackteilen, wenn man die dann direkt anklickt, ja, hat man dann keine solche kleine. Da muss man sich drauf verlassen, dass man genau getroffen hat und dann, ja, alles gut. Okay. Die Insel hier, die hat der Dr. Hugo Mercier auf jeden Fall wieder gekauft. Du möchtest wohl mein Museum mit unsere Anteile. Können wir nicht zulassen. Kaufen wir definitiv gleich zurück. Schauen wir noch, wie sieht's aus bei N. Harlow. Friedensvertrag, absolut unmöglich. Okay, Geschenk anbieten, nahezu sicher. Sehr schön. Das habe ich natürlich gerne ausgegeben. Wir nehmen es. Danke. So, unser Dr. Hugo. Was braucht... unser Dr. Hugo, der braucht relativ viel. Der braucht zum Beispiel sehr viel Wurst. Der würde knapp 100 Münzen für eine Tonne Wurst bezahlen. Genauso wie Fisch braucht er auch jede Menge. Glas ist zu viel. Na gut, das brauchen wir nicht. Schaut mal, wie viele Items der schon verkauft. Und es sind schon blaue dabei. Also... Und auch hier Brandgranaten für Schiffe und Torpedos. In der gute Sache. Begegnet man vielen, die das nicht zu schätzen wissen. Doch verbogene Mundstücke erzeugen nun einmal keinerlei Wohlklang. Jetzt schauen wir mal nach der Wurst. Dann bräuchten wir eigentlich 50 Tonnen. Dann könnten wir das ihm anbieten. Ja, und genauso wie Fisch. Ja, Fisch wäre nicht ganz so viel pro Tonne. 40 Münzen, aber gut. Das wären halt knapp 5000 Gold, ne? Und das wären keine 2,5. Oh! Doch, geht noch. Aber er braucht auf jeden Fall auch Rindfleisch als Rohstoff. Ich denke mal, das wird er dann auf jeden Fall suchen wollen. Deshalb müssen wir uns auf jeden Fall beeilen. Nein, entschuldigt bitte. Da lag ich falsch. Rindfleisch muss man nicht suchen. Das ist ja so eine ganz einfache Farm wie die Schweinezucht und so weiter und so fort. Da brauchen wir nur die Bevölkerungsstufe dazu. Okay, jetzt schauen wir mal. Was brauchen die hier noch? Die hier brauchen wirklich nur noch eine Schule. Dann hätten wir hier die zweite... Dann hätten wir das hier auch geschafft. Die zweite Entwicklungsstufe wäre dann hier fertig. Dann werden wir mal noch eine Pflasterstraße hier langziehen. Natürlich auch innen lang. So. Dann bekommen die hier eine Schule. Aber bevor wir das hier machen, werden wir hier oben natürlich erst die dritte. Werden wir hier aufsteigen. Sie haben ein neues Zwischenziel. Wahnsinn. Erreicht. Das Zeitalter der Handwerkskunst ist jetzt. Sehr schön. Ihr seht, endlich können wir Expeditionen in die Welt hinausschicken. Öffnen Sie die Weltkarte und sehen Sie sich die möglichen Zielorte an. Erwache. Unser Dr. Hugo war ein Ort zum Leben und Arbeiten. Bietet uns auch eine Abholaufgabe an. Und zwar, wow, ganz, ganz hinten. Äußerst Karten liegen auf dem Tisch. Okay. Was heißt das? Expedition in die neue Welt. Wow, das ist eine neue Region. Das ist eine ungefähr genauso große Karte wie hier in der alten Welt. Und das erweitert natürlich
Das erweitert natürlich extrem unsere... Ich wünsche mir Einigkeit in Harmonie. Ich verspüre Feindseligkeit. Unsere Baumöglichkeiten. Nein, ich bin nicht... Nein. Die Prinzessin, die meint, die denkt das immer falsch. Fenster sind ein wertvolles Baumaterial. Ja, das stimmt. Keine Verwendung für dich. Was? Ihre Beziehung hat sich... Nein. Okay. Oh, für mich? Eine gute Tat hebt die Stimmung. Ja, das ist richtig, Bente. Das ist richtig. Genau. Ich muss auf jeden Fall jetzt hierher fahren. Dann muss ich dem Doktor hier die Sachen bringen. Jawohl, Wurst brauche ich immer noch, das ist gut. Zurzeit haben wir Klamotten zum Verkaufen, das ist relativ egal, aber die Wurst würde ich mir nicht entgehen lassen. Jetzt hätten wir hier mal 50 Tonnen. Wir stecken hier viel Herzblut rein. So wie es aussieht. Oh, so wie es aussieht, bräuchten wir jetzt mehr Arbeitskleidung. Na, dann ziehen wir doch gleich mal so ein... Ziehen wir doch gleich mal noch so ein Feld komplett hoch. Genauso wie Schnaps. Schnaps brauchen wir hier drüben auch. Die Wirtschaft ist dazu da, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen. Mehr nicht. Ja, alles gut. Ziele in Sicht. Jetzt. Einmal 50 Tonnen und einmal zum Doktor hochbringen, bitte. Und dann, ich sag mal, für... Okay, er braucht nur noch 20. Schade. Aber gut. Dafür bräuchte er dann als nächstes Brot. Das wird immer besser. Bereit. So, was hätten wir dann an Brot noch anzubieten? Hätten wir auch hier 18 Tonnen. Steuermann. Wir könnten aber garantiert auf unserer Hauptinsel gibt es garantiert mehr. Oh, da hätten wir 130 Tonnen Brot. Mega. Es brennt. Es brennt. Ja, hier unten. Wir mobilisieren die Feuerwehr. Und bauen auf jeden Fall noch eine Pflasterstraße hier runter. Für schnellen Zugriff. So. Ja, das kriegen wir unter Kontrolle. Das Feuer kriegen wir unter Kontrolle. Hier verbrennt keiner. Alles jetzt seht ihr es hier. Die Feuerwehr wegen Rücken aus. Endlich. Wird auch Zeit. Sie gehören schon fast zur Familie. Hier ist genau dasselbe. Die Klamotten werden weniger. So, jetzt geht es da wieder aufwärts. Das ist sehr schön. So, was hätten wir denn hier? Wir sollen bergen. Und zwar Schiffbrüchige. Lassen Sie uns hier nicht zurück. Okay, machen wir nicht. Kein Problem. Wir schippern zu unserem Haupthafen zurück. Holen uns gleich mal ein bisschen Brot ab. Und flitzen wieder zum Doktor. Segel. Nur ein paar Wellen entfernt. Steuermann. Jetzt brauche ich wieder 22. Sehr schön. Eine Tonne Brot, eine Tonne für 200 Gold oder für 200 Münzen. Das heißt 5 Tonnen Brot für 1000. Und bei 45, könnt ihr euch das ausrechnen, sind es knapp 10.000, was wir hier einstreichen könnten. Nur weil der Brot braucht. Brot für die Welt. Jetzt braucht er noch Eisen. Wahnsinn.
Oder hier Quarzsand. Quarzsand ist richtig gut. Also das... Hätten wir eine Chance zum Quarzsand? Ja, hätten wir. Kostet 25 Arbeitskraft. Und wir könnten aber Quarzsand bauen. Lagerhaus steht gleich hier oben. Wow, das sind ja neue Ornamente für diese Speicherstadt. Verschönern Sie Ihren Hafen, um die Attraktivität Ihrer Stadt zu erhöhen. Eine Bank, ein verankerter Frachter, beladener Kahn, Wahnsinn. Was es alles gibt. Ah, jetzt gibt es den mittleren Hafen. Okay, hier seht ihr es. Und hier ist der neue DLC jetzt mit drin aus dem Season Pack 3, die Speicherstadt. Das ist die Verwaltung. Gibt es auch mehr Attraktivität gleich auf der Insel. Cool. Verladegeschwindigkeit 2 Tonnen. Okay. Mit einer neuen Anlegestelle, mit einer zweiten. So, unsere Fregatte, unser imperiales Flaggschiff ist gleich bei der Quest. Es mangelt an Arbeitskraft. Es mangelt an Arbeitskraft, okay. Naja, da sollten wir doch noch ein bisschen... Hast du erreicht, wonach es die Menschen dürst? Das noch ein paar Bauern liebt diejenigen, hochziehen. Die sich unabdinglich machen. Flaggschiff steht zu Diensten. Und jetzt dürfen wir endlich auch Fregatten bauen. Cool, coole Sache. Ihr seht, das war schon 15 Geschütze. Und mit 750 Handwerkern können wir dann auch die großen, Schiffe bauen, die großen Segelschiffe. Das ist so ein mittleres, die bietet 3 Frachtplätze und 2 Itemplätze bei, ja, 28 DPS. Wahnsinn. So, jetzt würde ich gerne nochmal hier in die Statistiken reingucken. Vielleicht haben wir dann irgendwann, ja, ihr seht es, 6-4-6. Irgendwann haben wir dann ein Problem mit den Ressourcen auf der Insel. Die Klamotten haben wir gerade ausgebaut gehabt, das weiß ich noch. Wir schauen ja hier jetzt auch auf den Schnaps. Das wird dem Doktor wieder gleich nicht gefallen. Ja, Brot ist noch sehr gut. So. Verkaufen wir es mal. Handeln wir. Entspanne dich. Mund auf. Bereit. Und Brot? Ja, Brot braucht wenigstens noch 32. Ist schön. Für 6-7. Aus unserem fortschreitenden Handel. Also, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben jetzt gerade halt mal knapp... Ich glaube, wir haben gerade 10.000 Gold gemacht, ne? Nur, dass wir ein bisschen Überschuss produziert haben und das an Doktor schon verkauft haben. Oh, schön. Eine hektische Pyromantin. Das Schiff spuckt nun Feuer und setzt Feinde in Brand. Verwendbar für Kriegsschiffe. Feuert ein Projektil in einem langen Bogen ab, das beim Einschlag explodiert. Cool. Für 87.000. Boah. Gut, dann würde ich hier vorschlagen, wir warten hier noch beim Doktorschen. Vielleicht brauchen wir wieder ein paar Mehl, brauche auf jeden Fall auch. Gut, das könnte man ihnen ja noch zur Verfügung stellen. ...50 Tonnen Mehl, nichts leichter als das. Dann fahren wir wieder hoch. Und der hat schon wieder eine Quest für uns. Boah. Ich kann dir nur den Zahnschlüssel reichen. Eine Rätselaufgabe. Rock
musst du dir selbst geben. Du musst dich dieser Sache mit Haut und Haar verschreiben. Hören Sie an den Kläger. Mit wem auch immer ihr sprecht, preist die Wahrheit. Verteidigt sie mit eurem Leben. Er darf nicht ungestraft davonkommen. Okay. Segeln Sie hierher. Frauen, Männer, Kinder. Okay. Er muss lernen, das Ausmaß seiner Bedürfnisse richtig einzuschätzen. Überzeugt wirkt nachhaltig als Bestrafung. Das betont Dr. Hugo immer. Das sollen wir fotografieren. Machen wir das gerne, kein Problem. Schickt mal das ab. Restaurative Deine Justiz. Autonomie und Schiss erzwungene. Und Schiss erzwungene Konformität mit der Justiz. Ein neuer anarchistischer Ansatz befindet sich in der Erprobung. Und er verspricht, Konflikte dadurch zu lösen, dass man den Betroffenen tatsächlich zuhört und an einer einvernehmlichen Lösung arbeitet. Ja, ne, das wäre ja. Nein! Okay, wir sollen trotzdem zum Segelturm fahren. Zu Sir Archibald. Und jetzt, ihr seht, jetzt ist Steuermann, ich biete Ihnen wie immer meine bescheidenen Dienste an. Und jetzt ist es so, dass der Sir Archibald jetzt anfängt, Schiffe zu verkaufen. Und zwar ist es tatsächlich genauso vom Spiel vorgesehen. Ab der dritten Bevölkerungsstufe, wenn wir Linienschiffe bauen, verkauft er Schiffe. Das macht nur er. Wenn du etwas suchst, kann ich dir helfen, es zu finden. Und sie kauft Pelzmäntel für 1000 die Tonne. Ein Pelzmantel. 1000 die Tonne. Ich sag's nochmal. Ja, ihr habt's richtig gelesen. 1000 Münzen die Tonne. Okay. Kann ich dir helfen? Gib es einfach her. Nein, unmöglich, okay. Wow, 93, unser Doktor. 93 hat er schon. So, jetzt sind wir hier eigentlich angekommen. Handeln wir mal. Mal sehen. Ach, er braucht es schon nimmer. Okay. Da ist man hier wirklich zu langsam. Man ist hier teilweise. Teilweise ist man einfach zu langsam. Würstchen braucht er auch nimmer. Nee, jetzt hat er unsere Würstchen gekauft. Und jetzt verschachert er sie wieder. Ich glaub's nicht. Gut, dann. Dann gehen wir wieder. Der Falke ist bereit. Ein unangenehmer Dunst. Er ist definitiv sehr redegewandt, aber in seinen Worten steckt weniger logischer Inhalt, als man meinen sollte. Ich glaube, Sie sagen das Herz am rechten Fleck. Bitte berücksichtigen Sie das in Zukunft. Alles klar. Wie, der hat meine Anteile schon wieder zurückgekauft, ist nicht. Es geht hier um Wohltätigkeit, richtig? Genau. Und von unserer Prinzessin könnten wir hier auch mal was kaufen. Sie haben an Einfluss gewonnen. Genau. Ihr freundliches Interesse ist vielleicht nicht so hilfreich, wie Sie glauben. Aufgaben gibt es keine mehr. Okay. Gut, dann segeln wir auch mit unserem zweiten Kanonenboot wieder zurück. Du kannst das Boot gerne wieder hier reinpacken. Auch wieder zurück. Du kannst das Mehl auch wieder reinpacken. Oh, ihr seht schon. Ist schon Mehl im Überfluss vorhanden. Das ist mit Brot. Oh, Brot nimmt ab. Wieso? Nein, alles gut. Das ist wahrscheinlich nur vor uns, weil wir ja 50 Tonnen raus haben. Aber ihr seht schon, Bilanz ist gut.
Alles schick. So, hier dürften dann auch schon die Arbeiter aufsteigen. Das lassen wir aber mal noch so, würde ich vorschlagen. Fehlende Waren, keine Schweine. Warum gibt es hier keine Schweine? Ach, weil man erst boosten müssen. Ja, okay, alles klar. So, und wenn wir hier natürlich auch noch etwas mehr Bier haben wollen, dann müssen wir uns schon hier, ich sag mal, doppelt so viel Gebäude müssen wir auf jeden Fall bauen. Wunderliche Hafenstadt, okay. Jetzt haben wir irgendwas, wurde hier freigeschalten. Irgendwas wurde hier freigeschalten. Und zwar erhält man jetzt auf jeder Insel 50 Arbeitskräfte bis hoch zu den Ingenieuren. Aber ich weiß nicht mehr, wo man... Das ist die Inselbevölkerung. Ah, das ist der Einfluss, genau. Und hier durch die Expansion haben wir den Eroberer erlangt. Das ist ein Effekt. Und zwar gibt es jede Arbeitskraft auf einer Insel wird jetzt um plus 50 erhöht. Weltweiter Effekt, der durch die Investitionen von Einfluss gewonnen werden kann. Betrifft keine Inseln in der Arktis und in der Epesa-Region. Genau. Aber in der neuen und in der alten Welt. Und im Kap. Effektivität der Zeitung haben wir auch schon erreicht jetzt. Sehr schön. Das ist aktuell unser Einfluss. So, jetzt schauen wir mal, wie das hier wird, wenn man jetzt das Silo befüllt. Wir haben 4 Felder, haben eigentlich eine Überproduktion vom Getreide eigentlich eine Überproduktion. Aber das Getreide befeuert natürlich auch die Melzerei. Ja, okay. Das heißt, wir gehen noch in ein Gebäude rein. Schalten noch eins auf. Genau, wichtig. Und jetzt seht ihr. Und jetzt seht ihr, es wird schon mit Weizen versorgt. Sehr, sehr schön. Es gibt nämlich keins aktuell auf der Insel. Deshalb sollten wir da meine... Wir kümmern uns hier um alles. Ah, okay. Ja. Getreide ist ein sehr, sehr wichtiger Rohstoff, der ganz unten steht, auf jeder Liste, ganz, ganz unten. Und der wird meistens, also von mir, ich bin ganz ehrlich, von mir wird er halt dann meistens unterschätzt. Obwohl man, wie gesagt, von dem Getreide kann man nicht genug haben. Also später durch verschiedene Möglichkeiten der Handelskammer und so weiter und so fort, kann man natürlich, da kann man ganze Inseln mit dem Getreide zupflastern und wirklich ganze Ländereien damit versorgen. Aber jetzt am Anfang, das ist schon ziemlich, ja, das ist tricky, wenn man es wirklich mal vergisst. Okay. So. Bei Bände sind wir immer noch in Besitz einer Insel. Das ist schön. Beziehungsweise einem Teil. Und von der Prinzessin haben wir natürlich auch einen. Der nächste wird wieder frei in 5 Minuten. Dann können wir wieder den nächsten Teil kaufen. Weil ich muss euch ehrlich gestehen, das wäre der nächste Step hier. Die Insel. Und dann würde ich auf jeden Fall die Insel einnehmen. Ja, da vertreibt man zwar unsere Prinzessin, aber ja. Um ihre Ankunft zu ehren, habe es gibt keine Waren hier bei ihr. Und hier gibt es auch leider keine. Okay. So. Jetzt schauen wir doch mal für die dritte Bevölkerungsstufe, was wir alles benötigen. Ich würde gerne nochmal normal in die Statistiken reingucken wollen. Und würde mir erstmal einen Überblick verschaffen, haben wir denn überhaupt noch alles... Schnaps steht bei 0. Okay. Könnten wir eventuell mal noch dafür sorgen, dass wir noch ein Kartoffelfeld basteln. Ihr seht, Brot für die Welt, beziehungsweise die Mühle. Ja.
Die ist jetzt voll. Und deshalb hast du da minus 1 Produktion. Beim Brot, das geht gerade so bari bari auf. Ja, okay. Wie gesagt, Nachfrage ist gut. Und die Versorgung noch viel besser. Beim Weizen ist genau das, beziehungsweise beim Mehl ist genau dasselbe. Hat nur eine Auslastung von ca. 50%, weil halt das Lager voll ist. Weizen bzw. Getreide, entschuldigt, ist, ja, hat noch eine gute Auslastung. Segel ist voll. Ja, Kohle hat nur eine 2er Auslastung. Stahl wird eine Tonne hergestellt, also eigentlich so alles gut. Die Nachfrage von, oh, die Nachfrage von Talg. Wir bräuchten mehr Talg. Ach, das ist wahrscheinlich, weil auch dieses Lager voll ist. Schauen wir mal. Ne, Teig ist nicht voll. Mm-mm. Könnten wir also mal noch ein bisschen was hinstellen. Hopfen gibt es hier genügend, das könnten wir eigentlich verkaufen. Bier ist auch ausreichend da und so weiter und so fort. Dann kümmern wir uns jetzt als nächstes erstmal um Glas. Und dann bräuchten wir schon Fleischkonserven, ja. Das Gute ist dran, eine Rinderfarm und eine Paprikafarm, die könnten wir noch hier komplett herstellen. Das heißt, das könnten wir auf jeden Fall noch hier aufbauen. Das wird eine etwas größere Produktionskette, ihr seht es schon. Natürlich eine Eisenmine für die Konservenfabrik außenrum. Die Fleischkonserven brauchen natürlich auch stabile Behältnisse, ne? Die kann man dann zum Beispiel mitnehmen auf See, wenn man zum Beispiel auf eine Expedition geht. Ja, die Großküche produziert eine Tonne in 2 Minuten. Das heißt, man braucht 2 Großküchen, um eine Tonne in einer Minute zu produzieren. Das kostet allerdings 150 Arbeitskräfte, Handwerker. Und jetzt seht ihr, das geht pari pari auf. Eine Tonne für 2 Minuten. Und die Paprikafarm auch. Aber was nicht aufgeht, ist die Konservenfabrik. Und das ist wieder so ein kleines Rechenspiel. Ja, man bräuchte locker. Ja. Ich denke bei 1,30, das ist ungefähr dann ein 4. Teil, dass das irgendwann mal aufgeht. In 6 Minuten. Bei 1,30 würde ich mal sagen. In 6 Minuten produziert so eine Großküche 3 Tonnen. Und die Konservenfabrik würde 4 Tonnen produzieren. Also bräuchte man von allem 2 mehr. Also vielleicht, ja, dann knapp doppelt so viel für die Konservenfabrik. Okay. Zeitung. Stadt wird hässlicher. Xanthostadt hat sich gehen lassen. So einer der vielen Besucher. Die meinen, die Stadt habe ihren Reiz verloren. Reiseveranstalter kratzen sich am Kopf und meinen, irgendwas müssen wir doch tun können, damit sich die Drehkreuze wieder drehen. Ja. Wir schauen erstmal, dass wir ein bisschen mehr Geld kreieren. Und dann veröffentlichen wir mehr. Es gibt nämlich auch natürlich später dann die Möglichkeit hier durch verschiedene. Jetzt kann man es noch nicht bauen, wie es aussieht. Nein. Ja, da kann man, glaube ich, noch Museen bauen und so weiter und so fort. Also es gibt später sehr, sehr viele Möglichkeiten, da noch was zu machen. So. Haben wir ganz schön viel geschafft. Die dritte Insel besiedelt. Ihr seht's. Brauchen wir auf jeden Fall. Neuer Stadtstaat, das Dorf, sehr schön. Brauchen auf jeden Fall Klamotten jetzt, wie auch Schnaps. Das werden wir mal in der nächsten Zeit noch hochziehen. Kneipen brauchen sie noch nicht. Dafür fehlen auf jeden Fall noch ein paar Bauern hier. Jo, das werden sie jetzt brauchen. Da ziehen wir jetzt schon die Kneipe hoch. Ja, und dann mit Schnaps und mit Klamotten. Das kriegen wir auf jeden Fall voll hier, die Felder. Der nächste Step wird dann sein, die Bierproduktion so zu erweitern und vielleicht auch Handelsbeziehungen mit unserer Piratendame aufzunehmen, weil ich weiß ganz genau, die hat Durst, die braucht auf jeden Fall was zum Trinken. Und das haben wir. Weiterhin schauen wir, dass wir den Fokus mehr auf unser Doktorchen legen, aber der braucht nur noch, ja, Brot braucht er wieder.
wie auch Glas. Also es ist immer noch, Glas brauche auch noch. Deshalb werden wir mal mit unserem Schiff wieder hier hochfahren. Wir werden wieder was einpacken. Und wie gesagt, versteckt die Flaschen, der Boss kommt. Glas produzieren wir, beziehungsweise Quarzsand, was wir dann für die Glasherstellung benötigen. Das ist alles gut, das läuft. Und dann, ja, der nächsten Folge die neue Produktionskette. Wow, Fleischkonserve. Das wird ein Riesen-Act, sage ich euch gleich, weil sehr viele verschiedene Gebäude wir dann brauchen. Und dann seht ihr es gleich. Ich baue das dann einmal auf. Dann könnt ihr es euch mal in Ruhe angucken und euer eigenes Bild machen. Und dann, ja. Dann schauen wir mal, ob wir das auf jeden Fall optimiert bekommen. So, dann vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es war wieder einigermaßen informativ, wie unterhaltsam. Weil, wie gesagt, die dritte Insel erforscht. Dann warten wir mal, vielleicht warten wir auch, bis der Waffenstillstand mit der Enharlo endet. Dass wir dann die Schiffe von ihr angreifen können. Ob sie dann einknickt, kann ich euch nicht sagen. Werden wir sehen. Ja. Das war's. Und dann starten wir dann irgendwann mal die Expedition. Ja, die Expedition in ein fernes, fernes Land. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über ein Däumchen freuen. Lasst auf jeden Fall gerne einen da. Auch Kommentare, würde mich riesig freuen. Und wenn ihr mich ein bisschen unterstützen wollt, natürlich kostenlos, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Das war's in eigener Sache. Ganz, ganz vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.